Das Gesetz des Mose ist reiner Buchstabe geworden. Und weil es geschriebenes Wort ist, nehmen Sie es hier im Evangelium wie eine festgelegte und damit begrenzte und übersichtliche Urkunde. Es besitzt für Sie die Kraft eines ein für allemal besiegenden Protokolls. Es gibt darin keinerlei Überraschung. Alles ist grundsätzlich klar und umgrenzt. Seine Auslegung geht vor sich wie die Erforschung eines wissenschaftlichen Textes oder einer historischen Aufgabe. Die Schrift ist für Sie das genaue Ebenbild jenes Ideals der Vollkommenheit, das Sie sich vom Messias und im Anschluss an ihn von sich selber gebildet haben. Darum haben Sie in Moses auch den Herrn selbst schon abgelehnt und können ihm erst recht nicht glauben, wenn er das Gesetz des Lebens und die Liebe vom Buchstaben befreit verkündet. Sie wollen in die ewige Bewegung des Lebens nicht hineingerissen werden, in der der Mensch endlos mehr werden könnte, weil der Herr endlos mehr ist. So, liebe Schwestern und Brüder, beobachtet Adrienne von Speyer unser Evangelium. Und es sind sehr tiefe Gedanken. Es lohnt sich, sich von ihnen beeindrucken zu lassen. Denn es geht keineswegs nur um das Verständnis der Schriftgelehrten damals. Es geht ja um uns. Wir haben dieser Tage schon gehört, dieser Disput hier im 5. Kapitel des Johannesevangeliums entspinnt sich nach der Heilung des Gelähmten am Schaftor, am Teich Bethesda. Wir haben die Beobachtung von ihr schon gehört, dass man aus Krankheit ein System machen kann. Das gut funktioniert, man kann das managen. Man kann aus Religion ein System machen. Und ich weiß, es gibt heute viele Stimmen, die ja genau das der Kirche vorwerfen. Immer geht es darum, in der Nachfolge Jesu auf seinen Geist zu hören und sich von diesem Geist aus dem Text heraus in dieses unendliche Leben, in die Bewegung des Lebens hineingerissen zu werden, so wie von Speyer sagt. Aber wir müssen da auch vorsichtig sein. Wie gesagt, die Stimmen sind viele, die das System Kirche anklagen. Und die Kirche steht auch in Gefahr, zu einem rigiden System zu werden, zu entarten. Dann ist sie nicht besser als die Schriftgelehrten damals. Aber wo wir Acht geben müssen, ist, dass wir nicht sozusagen unsere eigene innere Wunschliste einfach als eine Bewegung des Geistes deklarieren. Also wir tragen alle unsere Wünsche ein, die auch ständig wechseln, oder manche wiederholen sich jetzt zumindest seit 50 Jahren. Man könnte jetzt eine Liste anführen, ich verzichte darauf. Es sind aber unsere Wünsche. Ob es dem Geist Gottes entspricht, ob es dem Willen Jesu entspricht, der Absicht Gottes, das steht dahin. Das ist jeweils zu prüfen. Denn auch diese eigene Wunschliste ist auch ein System und ein ziemlich blödes. Das verrottet in sich selber. Das ist vollkommen wertlos. Gemessen an den Absichten Gottes nichts. Die Absichten des Messias zu erkennen, das ist das Entscheidende hier. Seine Stimme zu hören, dass sein Wort in uns bleibt und uns in diesem lebendigen Strom hält, den er begonnen hat. Den er aber nicht einfach aus dem Nichts nimmt, sondern der auch auf Mose zurückgeht. Die ganze Heilsgeschichte Gottes spielt dort eine Rolle. In ihr sollen wir diesen Lebensstrom, diesen Bewegungsstrom des Geistes erkennen und uns in ihn einordnen lassen. Das geht nur im Gehorsam. So wie der Lahme gehorsam war, aufstand, seine Bahre nahm und ging. Ihn hat dieser Lebensstrom erfasst. Wenn wir es tun, auf das Wort Jesu hören, seinen Willen immer neu zu erkennen suchen, dann werden auch wir aufstehen und in diesen Lebensstrom eingeordnet. Was anders heißt es, Ostern zu feiern.